Hallöchen, meine Lieben, willkommen zu einer neuen Runde Dead by Daylight. Wir sind mit Yunjin unterwegs und ja, hallo, Feng. Upsa. Da hinten kommt noch jemand an. Warum mit Yunjin? Ich hab sie noch nie gespielt, hab sie noch nie hochgelevelt gehabt. Ich hab mir gedacht, ich baller jetzt ein paar Blutpunkte rein. Mach mit ihr die Trophäe. Jetzt haben wir direkt Terroranis hier. Macht mich ein bisschen nervös. Der King of McDonald's, der gute Steve, wird gerade gejagt. Okay. Wir haben dabei Überholspur, Superhit und Selbstschutz. Dann, ja, für die Trophäe brauchen wir ihre einzigartigen Fähigkeiten. So, mit Überholspur. Lass mich kurz überlegen. Ja, genau. Wenn jemand das gehackt wird, kriegen wir einen Zähler. Fäule! Kriegen wir einen Zähler und den Zähler können wir dann beim Fähigkeitscheck aufbrauchen und kriegen 1% mehr. Einen ganzen Prozent. Ja, so viel dazu. Eigentlich ein ziemlich sinnloses Perk. Aber gut, wir haben es halt mit. Dann gibt es noch Superhit. Mit Superhit. Ist einfach, wenn ich den Killer eine Palette auf den Kopf hau, kriege ich kurz einen Boost. Danach bin ich erschöpft. Aber ich kriege 4 Sekunden Boost und Selbstschutz ist, wenn jemand in meiner Umgebung, also sprich 16 Meter, getroffen wird, im Grundangriff, dann mache ich keine Kratzspuren, keine Blutspuren, keine Geräusche für 8 Sekunden, glaube ich. Also jetzt nichts irgendwie, was einen voll rausreißt. Nee, eher nicht. Aber, ja, es gibt auch Leute, die spielen ohne Perks und kommen gut zurecht und raus aus der Runde. Kommt halt auch immer auf die Mates an, kommt auf den Killer an. Auf die Map natürlich auch. Wenn du auf einer landest, wo du dich nicht so auskennst, hast du ein Problem. Oder auf einer, die neu ist. Da hinten eiert gerade die Feng rum. Was macht die? Das ist eine gute Frage. Naja, ich ziehe weiter den Jin hier durch. Ich habe der mal den komischen Pulli angezogen. Das war das nächstbeste Outfit, das ich hatte. Zwischen uns ist ein Bambus. Das ist gut so. Warum hat das Tief jetzt gerade geschrien? Hier geht's nicht weiter. Nee, das geht böse aus. Ups. Warum hat das Tief gerade geschrien? Keine Ahnung. Okay. Ich bin genau neben Haken. Finde ich nicht gut. Alle anderen sind verletzt. Das ist natürlich auch nicht gut. Da war ein Deadheart und eine Palette. Und Dankeschön. Danke. King of McDonald's. Das ist ganz nett. Wir sollten aber trotzdem abhauen. Ich will hier weg. Ich habe keine Ahnung, was die Fäule vorhat. Ich will es aber ehrlich gesagt auch nicht ausprobieren. So, irgendwie dort waren meine Mates. Jetzt ist ein Steve down. Ist hier jemand? Ist hier jemand? Ist hier jemand? Nein. Hier ist auch keine Kiste. Ich habe immer noch meine Archivquest offen. In der alle rauskommen sollen und ich dann das letzte rausgehen soll. Die finde ich immer noch lustig. Ziehe ich jetzt nämlich schon verdammt lange mit. Warum lässt er jetzt den Steve liegen? In der Farm oder was ist da? Okay, oh Gott. Ich weiß nicht, wo die anderen. Oh, Backe, nein! Die wird's aufgehoben? Oh Gott, ich habe nur Kack-Perks mit. Es tut mir leid. Ah, ich habe einen Zähler gekriegt. Steve, kannst du rüberkrabbeln? Nee, kannst du nicht. Gut. Kommt der lang? Oh Gott, Feng, nein, was machst du denn? Oh, ich bin gerade verwirrt. Lasst uns hochheilen.
Vielleicht nicht in der Gelaute. Komm her, du. Ah, okay. Ja, dann heil mich. Nicht selber vom Haken holen. Das ist nicht so cool. Ich sehe da was laufen. Das ist die Fang. Danke. Halte ich noch direkt hoch, dann holen wir das Dieb runter. Und dann sollten wir noch die restlichen zwei Gems machen. Ich finde irgendwie das Gameplay von dem ein bisschen komisch. Oder will er einfach alle umballern, die in der Nähe sind? Das könnte natürlich auch sein. Ah, sind Gems angefangen. Warum? Ah, oh, der campt. Nein! Dude! Nein! Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Ist er weg? Ist er nicht. Halt hier noch ein bisschen hin. I'm sorry. Ich hab mein Bestes getan. Scheiße. Ja, ich bin jetzt auch verletzt. Wie wir alle. Ah, die ist runter. Steve, magst du kurz? Pummeln? Dankeschön. Oh, was meint ihr mit komisches Gameplay? Ich weiß nicht, was... Aua! Was der Typ vorhat. Ach, Steve. Oh Gott. Nein. Nein! Oh, Steve, danke fürs Loslassen. Oh, das Fenster, das ist bitter. Nicht, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh Gott, ist das knapp. Das macht mich immer so kirre, wenn die so verletzt da rumeiern. Es liegen jetzt ja schon zwei am Boden. Das ist nicht gut, was hier passiert. Nein! Drei Personen down. Alles geht um Steve. Ich bin voll recovered. Oh, unbreakable. Danke. Ich würde trotzdem gerne geheilt sein. Geht das? Kannst du mich heilen? Bitte? Bitte. Fang! Bitte heil mich. Oh Gott. Steve wird wieder gejagt. Ich weiß nicht so recht, ich weiß nicht so recht, ich weiß nicht so recht. Ja, ich gehe ja schon. Da oben ist er. Ich hol dich schon. Ich habe keinen, wir schaffen das. Oh Gott. Die will die Taschenlampe ausprobieren. Die geht jetzt down. Boah, hart im Nehmen. Könnte jemand den Steve aufheben? Er ist irgendwo bei mir. Ja, da ist er. Spielt mit Mac, bringe Reihe um die Palette. Steve ist aufgehoben. Deswegen hat er gegen gedreht. Nein! Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße! Drachengriff, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Das ist gemein. Du, nee, pass auf, Mädel. So, ist dieses hochgreifen. Mein Gender war schon so schön weich. Du, die spielen da immer noch um die Palette. Die spielen um die Palette. Ja, hebst du mich auf? Heilst du mich bitte vielleicht auch direkt hoch? Danke. Gott, wie lange hält das Exposed bitte an?
Dankeschön. Oh Gott, die ist tot. Ich will mit dir nicht fangen spielen. War nämlich klar, dass ich den jetzt direkt reinspringe. Yeah, geil. Ich hab keinen Bock, gegen der Fäule zu spielen. Geh weg, Dude. Ja. Nein. Bitte lass mich in Ruhe. Spiel mit den anderen. Lass mich in Ruhe. Du hast eine Taschenlampe, oder, Feng? Ja. Hast du. Ja, ja. Danke. Tschüssi. Weiß ja nicht, wohin, weil hier nichts... Hier ist nichts mehr. Das ist ein Problem. Oh, da ist ein halbes Medikit. Lass mich in Ruhe! Nein! Ja, ist halt nichts mehr. Da ist wieder die Fang. Finde ich gut. Aufpassen, Fang. Ja, da hatte ich gesehen. Eieiei. Gott sei Dank sitzt wenigstens eher an dem Gin. Einer noch. Ah, ich will nicht an den Haken. Ich will nicht an den Haken. So geht's auch. Aber der ignoriert dich, Feng. Der ignoriert dich. Nein! Ja. Hat kein Barbecue, Steve. Der hat definitiv kein Barbecue oder irgendwas anderes. Mach in Ruhe den Gin fertig. Der ist schon relativ weit, soweit ich das in Erinnerung habe. Okay, na gut. Darfst mich auch gerne runterholen. Meine Archivfest ist eh schon flöten. Einmal hochheilen, dankeschön. Das dauert so ewig. Danke. Stevie, gehst du? Gehst du? Aha. So. Ah, oh, du! Sackgesicht. Ist der jetzt wieder hinter mir? Na klar, ist er hinter mir. Warum denn auch jemand anders verfolgen, ja? Ja. Ja, ist nix. Keine Palette. Oh, Steve ist verletzt. Das geht böse aus. Das geht böse aus. Junge, was machst du? Slugging fürs 4K. Oh, Steve ist down. Ah, Steve hat aber geliehene Zeit. Feng, nein. Was ich weiß, einer hat Unbreakable, ich weiß aber nicht wer. Ich bin hochgeheilt, Feng. Ich bin hochgeheilt. Auf. Oh. Oh. Na gut. Ein Gin noch. Einen! Einen! Das ist das kann. Ich habe 12 Zähler, die mir nichts bringen. Nein, nicht schon wieder! Bitte! Ich bin gerade vorgeheilt. Ich krieg gleich so eine aufs Maul. Hauptsache, die Menge ist unten. Die hat Unbreakable nämlich. Ah, das schaffen wir sowieso nicht. Wir sind nur noch dabei, die anderen hochzuheben und hochzuhalten. Das ist das Problem. Ein Gin noch. Der eine war zwei Drittel fertig, glaube ich. Ich sehe halt auch nicht, wie weit der ist. Und er spielt halt mit uns. Er spielt richtig mit uns. Ja, ist jetzt auch da.
Ja. Ich bin dann mal weg. Ich hätte auch sterben lassen können. Haken. Das finde ich halt aber ziemlich unter aller Sau, wenn man den Mate einfach im Stich lässt. Ich bin nicht hier. Nein, ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Ja, ich bin eh fast ausgeblutet. Von dem her. Ich wehr mich auch gar nicht mehr. Hat auch keinen Sinn. Hier ist schon dran. Tschüss, Trophäe. Ich gebe jetzt dem Steve noch eine kurze Chance. Aber ich glaube. Ne, wird aufgehoben. Jetzt auch in der zweiten Phase. Kann auch nicht mehr abspringen. Oh, ich hole mir noch die Punkte hier. Gibt es hier überhaupt noch Punkte dafür? Ja, schon, denke ich, ja. Jo, gibt noch Punkte. Keine Trophäe für Jutta. Was nicht sein soll, soll nicht sein. Jo. Das Endgame hätte jetzt nicht sein sollen. Endgame. Es war im Prinzip kein Endgame, aber das war jetzt Slugfest 4K. Muss nicht sein. Punktemäßig sind wir einigermaßen gut ausgestiegen. Kipp haben wir auch. Dann ruft der Krankenschwester Drachengriff Barbecue und uneinig. Okay, der hat immer gesehen, wenn wir zu zweit dran waren. Ja. Nice. Der hat 31.400 Punkte. Fast perfekte Runde, ja. So kann es gehen. Ja, meine Lieben, das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, lasst mir gerne einen Kommentar hier oder lasst mir auch gerne ein Abo da. Da freue ich mich. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.